Hi ihr Fischlinge, bevor das Video losgeht, noch eine kleine Info und zwar bin ich am 26.09. in Stockstadt am Main bei Pfisterer Aquatech. Die haben nämlich Neueröffnungen, die haben ein bisschen umgebaut in der momentanen Situation. Ich bin aber nicht alleine dort, sondern Sascha Heuer wird auch noch vor Ort sein und wir werden zusammen ein Aquarium einrichten und ich werde mich ein bisschen um den Fischbesatz kümmern, werden ein paar schöne Videos auf jeden Fall drehen. Wichtig an der Stelle ist, da im Moment wegen den Auflagen die Stückzahl bzw. die Personenzahl, die gleichzeitig in dem Gebäude sein dürfen, begrenzt ist, verlosen Sascha und ich jeweils 10 Plätze. Ihr könnt euch in den Kommentaren bewerben. Wir werden euch dann Bescheid sagen, ob ihr mit dabei sein könnt. Für die Leute, die nicht dabei sein können, wollen oder für die es einfach zu weit weg ist, werden wir auf jeden Fall auf Instagram währenddessen noch einen Livestream machen, wenn wir das Becken einrichten. Vielleicht schaffen wir das auch noch auf YouTube, aber Instagram werden wir auf jeden Fall Livestreamen. Also schaut mal bei Sascha oder bei mir auf dem Instagram-Profil vorbei. Dort wird es auf jeden Fall abgehen. Und ja, kommen wir aber jetzt zum Video und das heutige Video wird nicht meisterlich, aber vielleicht ja McMastery. Ich würde sagen, hauen wir das Intro raus und los geht's. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir über einen Fisch, nach dem schon sehr oft gefragt wurde, beziehungsweise ebenfalls vielen Verwandten aus der gleichen Gattung. Ihr habt es natürlich schon wieder längst am Videotitel erkannt, dass es heute um einen Fisch aus der Familie der Buntbarsche beziehungsweise der Zwergbuntbarsche geht. Die wissenschaftliche Bezeichnung ist Apistogramma McMastery. Zu Deutsch wird er oft unter dem Namen Villa Vincentio Zwergbuntbarsch angeboten. Ursprünglich kommen sie für Apistogramma typisch in einem recht kleinen Verbreitungsgebiet in Südamerika vor. Man findet McMastery nur in Kolumbien in der Nähe der am Fuße der Anden liegenden Stadt Villa Vincentio, womit dann auch recht offensichtlich ist, woher die im Deutschen meist verwendete Bezeichnung herrührt. Wie eigentlich alle Apistogramma sind McMastery sehr hübsch gefärbt, bleiben recht klein und sind trotz, dass es sich um Buntbarsche handelt, mit sehr vielen anderen Fischen problemlos zu vergesellschaften. Kommen wir zur optischen Erscheinung und gleichermaßen reden wir auch gerade über den Geschlechtsunterschied. Dieser ist nämlich bei größeren Tieren meist sehr deutlich und einfach zu unterscheiden. Männliche Tiere können eine Größe von bis zu 8 cm und sehr große Weibchen bis zu 6 cm Länge, meist aber eher 3,5 bis 4,5 cm erreichen. Die Männchen sind nicht nur deutlich größer als die weiblichen Tiere, sondern auch außerhalb der Brut und Balz deutlich stärker gefärbt. Beide Geschlechter besitzen einen schwarzen Streifen, der in der Mitte des Körpers über der Oberlippe vorne am Kopf beginnt, sich bis zum Schwanzansatz fortsetzt und dort in einem meist runden, halbkreisförmigen Fleck endet. Der Streifen ist jedoch nicht durchgängig, sondern setzt sich aus einzelnen dunkel bis schwarz gefärbten Schuppen zusammen, die von Tier zu Tier unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Beim Weibchen ist diese Zeichnung zwar auch deutlich zu sehen, aber schwächer ausgeprägt als bei den Männchen. Je nach Dominanz des Tieres oder während der Balz- und Brutpflege ist diese Zeichnung ebenfalls schwächer oder stärker ausgeprägt. Diese schwarzen unterbrochenen Zeichnungen findet man ebenfalls im Rückenbereich bis leicht in die Rückenflosse übergehend. Je nach Linie findet man diese dunklen Schuppen auch öfters im gesamten Körperbereich, was gerade übrigens bei neu eingesetzten oder gestressten Tieren ebenfalls zeitweise auftreten kann. Die Pupille ist rot umrandet und von oben nach unten bis zum unteren Teil des Kopfes zieht sich ein schwarzer Streifen. Während der Balz ist dieser Streifen gerade beim Weibchen sehr deutlich zu erkennen. Die Rückenflosse ist bei den Männchen sehr stark ausgeprägt und ist eine richtig prachtvolle Rückenflosse, die nach hinten lang und spitz ausgezogen ist. Diese ist wie der gesamte Körper leicht gelb, minimal grünlich durchsichtig und im oberen Bereich rötlich, teilweise leicht blaugrün in den Flossenspitzen und im hinteren Bereich deutlich gelb. Die Rückenflosse ist bei den Weibchen deutlich kleiner und nicht lange, sondern nur minimal nach hinten und nicht hoch ausgezogen. Die Schwanzflosse ist bei beiden Geschlechtern gelb mit rötlichen Seitenrändern, oben sowie unten, wobei bei Männchen wesentlich deutlicher ausgeprägt. Der Kiemendeckel ist mit blau und rot leuchtenden Mustern bis in den vorderen Kopfbereich unter und bis auf Höhe der Augen verziert. Beim Weibchen trifft meistens nur während der Balz eine leicht rötliche Zeichnung im Kiemendeckelbereich auf. Bei Männchen sind im oberen mittleren Rücken je nach Linie auch größere Bereiche deutlich dunkelorange bis hin zu rot gefärbt. Außerdem
treten leicht weiß-beige Bereiche im Bauchbereich und hinteren Körper sowie gelbe Zeichnungen auf. Die Weibchen sind meist eher dezent gefärbt und nicht so farbenfroh wie die Männchen. Doch während der Balz- und Brutpflege werden die Weibchen deutlich gelb über den ganzen Körper und alle Farbmerkmale stechen sehr deutlich heraus. Unterdrückte und kleine Tiere sind oft schwierig in ihrem Geschlecht zu unterscheiden, da kleine Männchen gerne farblich auf Weibchen zurückfahren, um von dominanten Männchen keine Prügel zu beziehen. Denn so schön und relativ klein Abistogramme auch sind, sie können auch gerade gegen Artgenossen und besonders während der Brutphase ganz schön ruppig werden. Daher ist die Haltung bei erwachsenen Tieren von mehreren Paaren meistens nicht zu empfehlen und wenn überhaupt nur in großen und sehr gut strukturierten Aquarien machbar, ohne ernste Verletzungen oder im schlimmsten Fall sogar getötete Tiere in Kauf nehmen zu müssen. Außerdem sind auch Abistogramma typisch wie die meisten Buntbarsche nicht zwangsläufig von einem von euch ausgesuchten Partner begeistert und mitunter streiten und bekämpfen sich so auch männliche und weibliche Tiere bis zum Tode, wenn man sie einfach zusammensetzt. Daher solltet ihr beim Kauf darauf achten, ob ihr vielleicht ein Pärchen entdecken könnt, das sich bereits gefunden hat. Dieses wird sich auch im Normalfall nach dem Transport bei euch weiterhin gut verstehen. Ist kein Pärchen zu entdecken, ist es als Tipp ratsam, ein Männchen mit mehreren Weibchen einzusetzen und nachdem sich ein Paar gebildet hat, die anderen Weibchen wieder aus dem Becken zu entnehmen. Auch wenn es teilweise sogar vorkommen kann, dass ein Männchen sich mit mehreren Weibchen paart und die Revierverteidigung übernimmt, während die Weibchen die Brut betreuen und beschützen. Abistogramma sind nämlich sogenannte Verstecktbrüter. Die Eier werden bevorzugt in Höhlen, wie zum Beispiel Kokosnussschalen, Tonröhren oder speziellen Zwergbuntbarschhöhlen abgelegt. Teilweise werden sie auch aus der Not heraus an die Unterseite von Blättern geklebt. In der Natur findet man McMastery meist in sehr flachem Wasser. Jungfische nicht selten sogar an Stellen mit kaum 1 bis 3 Zentimetern Wasser. Stand. Typisch für solche Lebensräume ist, dass der Gewässergrund mit Laub bedeckt ist und meistens ein dichter Wasserpflanzenbestand vorzufinden ist. Stehende Bereiche werden bevorzugt, eine ganz leichte Strömung ist aber auch in Ordnung und stellt kein Problem dar. Kommen wir an der Stelle doch am besten gleich zur Einrichtung des Aquariums. Ein gut harmonierendes Pärchen kann man theoretisch schon in einem 54 Liter Standard-Aquarium halten, wenn auch ohne Beibesatz. Da sich aber auch ein kleines Liebespärchen mal in die Wolle bekommen kann, ist es eher zu empfehlen, sie ab einer Beckengröße von 80 cm Länge oder größer zu pflegen. Euer Aquarium sollte gut und gerne auch dicht bepflanzt sein. Laub wie im natürlichen Lebensraum ist ebenfalls sehr willkommen. Zusätzliche Verstecke mit Holzwurzeln, Steinen oder zum Beispiel auch Tonröhren und Kokosnussschalen werden sehr gerne angenommen. Als kleinen Tipp am Rande gibt es, wie gerade eben schon erwähnt und hier zu sehen, auch spezielle Zwergbuntbarschhöhlen. Der Bodengrund, da in der Natur durch Laub bedeckt, auch eher dunkel, sollte bevorzugt auch im Aquarium dementsprechend gewählt werden oder durch die Einrichtung abgeschattet werden. Wobei auch hier die Beleuchtung bzw. etwas mehr Licht für die Tiere in der Regel kein Problem ist und sie auch nicht zu stören scheint. Neben der eher dichten Beckeneinrichtung solltet ihr aber trotzdem etwas Schwimmraum und kleinere freie Bereiche einplanen. Diese werden gerade bei der Balz- und Brutpflege gerne genutzt, um den Weibchen zu imponieren oder um das Revier zu überblicken und gegen Eindringlinge zu verteidigen. Reden wir noch ganz kurz über die Wasserwerte. McMastery vertragen ein recht breites Wasserspektrum. Sie bevorzugen aber als Abistogramma weiches Wasser und pH-Werte um und gerne auch unter 7. Temperaturen von 23 bis 30 Grad sind möglich, wobei es ratsam ist, sich bei 24 bis 28 Grad anzusiedeln. Über die Ernährung sollten wir uns natürlich auch noch unterhalten. Zwar nehmen Aquarienstämme normal problemlos feines tierisches Granulat und oft auch Flockenfutter. Aber ihr solltet für eine ausgewogene und gesunde Ernährung regelmäßig Frost- und auch Lebendfutter mit einplanen. Die bekannten Daphnien, rote, weiße und schwarze Mückenlarven, gelegentlich Tupifex, Artemia und sonstiges maulgerechtes Kleingetier wird sehr gerne angenommen. Zu guter Letzt reden wir natürlich noch über die Vergesellschaftung. Auch wenn McMastery wie eigentlich alle Abistogramma untereinander sehr ruppig sein können und während der Brutpflege auch gegen andere Fische gehen können, sind sie im Normalfall ein ruhiger Zeitgenosse, der sich mit den meisten ausgewachsenen Sammlern problemlos halten lässt. Dasselbe gilt für viele ruhigere Barbenarten. Auch mal abgesehen von sehr kleinen und empfindlichen Welsen ist hier eine breite Palette an Beifischen problemlos machbar. Auch in Becken mit zum Beispiel Skalaren finden sich McMastery gut zurecht. Im Normalfall bleiben sie eher unter sich und gehen nicht aktiv oder aggressiv gegen andere Fische in eurem Aquarium vor. Auch größere Krebse, Garnelen und Schnecken sind
absolut gar kein Problem. Zwerggarnelen könnten auf dem Speiseplan landen, werden aber nicht selten ebenfalls in Ruhe gelassen. McMastery ist eine regelmäßig und meist im Handel zu findende Abistogramma-Art, die vom typischen Abistogramma-Verhalten und Erscheinungsbild wirklich Spaß macht und farblich auch ein absolutes Ding fürs Auge ist. Wer also noch einen kleinen Buntbarsch für sein Aquarium sucht, der sich als Beibesatz für viele der gängigen Fischarten im Handel eignet, keine sehr komplizierten Pflegeansprüche stellt, mit vielen bunten Farben punktet und jeder Fisch seinen eigenen Charakter hat, der könnte ja eventuell mal darüber nachdenken, ob vielleicht ein Pärchen McMastery genau das Richtige für sein Aquarium sind. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Welche Abistogramma-Arten kennt ihr noch außer McMastery? Und habt ihr vielleicht sogar eine oder mehrere Arten zu Hause? Gerne damit ab in die Kommentare. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Schaut doch mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr alle Infos noch zur Eröffnung am 26. bei Pfisterer Aquatech. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch kommen. Und natürlich auch noch Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr darüber was einkauft. Vielen Dank an jeden, der es tut. Und natürlich auch noch die Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus. Tschüss.